Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu eurem Reading für die Zwischenzeit für den Monat Oktober. Ja, wenn du dich zurzeit in einer Art Zwischenphase in deinem Leben befindest, ja vielleicht bist du erst frisch aus einer Beziehung heraus, du hast dich dazu entschlossen, einen Wunschpartner loszulassen oder bist einfach Single, der sich gerne weiterentwickeln möchte, der die Aufgaben, ja, die dir das Leben stellt, annehmen möchte, dann bist du hier genau richtig. Die Zwischenzeit-Readings richtet sich vor allem an diejenigen unter euch, die wirklich im Moment das Alte abgeschlossen haben oder noch dabei sind, etwas Altes abzuschließen. Das Neue zeigt sich noch nicht wirklich. Ja, man hat manchmal vielleicht das Gefühl, man hängt so ein bisschen in der Luft, aber man hat erkannt, dass man diese Zeit wirklich sinnvoll nutzen kann, um an sich selbst zu arbeiten. Für diese Readings lasse ich mir ja immer ein bisschen was anderes mal einfallen und ich habe heute ziemlich lang darüber nachgedacht, was könnte Thema sein. Und eigentlich war zunächst in meinen Gedanken, mal jetzt mich an diejenigen unter euch zu wenden, denen es zurzeit nicht so gut geht. Ja, wir haben in den Zwischenzeit-Readings ja jetzt immer, auch in den Kommentaren unter den Videos, ja, sehr viele Stimmen gehört von Menschen, denen es super gut geht, die sich als Single total klasse fühlen, die vollkommen in ihrer Kraft angekommen sind. Aber ich habe festgestellt, dass mich doch in den letzten Wochen einige Nachrichten erreicht haben, wo dann mal so ein Durchhänger kommt, ja, wo es auch mal frustrierend wird, ja, wo man zweifelt, auch wieder an sich selber, bei manchen auch wirklich extrem, ja, am Sinn des Lebens, ja, was bringt das alles? Und ich habe noch so drüber nachgedacht, vielleicht sollte ich das mal aufgreifen und dann, ihr wisst ja, ich bin ja großer Tierliebhaber, ich habe ja selbst Tiere und Tiere sind wirklich meine persönlichen Seelengefährten, dann dachte ich mir, ach, ich befrage heute mal hier mein Krafttier-Orakel, ja, das liebe ich, dieses Deck, und habe einfach das gesamte Deck gemischt und mal um zwei Karten gebeten, um zwei Tiere, die jetzt dich, wenn du dieses Reading jetzt eingeschaltet hast, vielleicht im Monat Oktober begleiten möchten. Und da fiel als allererste Karte, fiel der Steinbock. Ja, ich lese euch mal vor, was auf der Karte noch steht. Ja, also du hast hier dieses Bild von dem Steinbock und der Hauptbegriff, wofür er steht, ist Willensstärke. Ja, und hier auf der Karte kann man dann noch lesen, Konzentration und Ausdauer sind jetzt erforderlich. Dein Weg wird dir Erfolg und neue Wachstumschancen bringen. Gut, dann dachte ich, ja, das stimmt, eigentlich passt das gut zu meiner Wahrnehmung, dass viele vielleicht im Moment so ein bisschen, wie ja auch der Steinbock manchmal, in unwegsamem Gelände unterwegs sind. Es wird vielleicht auf manchem Weg etwas holprig. Und der Steinbock sagt dir hier ganz klar, geh deinen Weg weiter, auch wenn es mal holprig wird, ja. Du wirst auf jeden Fall wachsen daran, dich in deine Kraft entwickeln und dieser Weg wird dir Erfolg bringen. Gut, dann dachte ich mir, okay, danke lieber Steinbock, dich lasse ich schon mal hier herausliegen. Und dann habe ich nochmal gemischt und jetzt war ich tatsächlich erstaunt, dann kam nämlich das Kamel mit dem Durchhaltevermögen. Ja, und hier heißt es, du wirst getragen und sicher geführt, der Sieg ist dir gewiss. Ich meine, dieses Deck hat 64 Karten, ja, und aus den 64 Karten kommt im Prinzip zweimal eine Botschaft zu dir, ja, dass es jetzt darum geht, auch wirklich, wenn du mal einen Hänger hast, wenn du in den Frust zurückfällst, wenn es dir in deiner Zwischenzeit gerade nicht so gut geht, durchzuhalten, ja. Wunderschön, du wirst getragen und sicher geführt. Ja, und hier, dein Weg wird dir Erfolg und neue Wachstumschancen bringen. Und ich fand die Karten dann auch so schön stimmig von der Farbe her, ja, denn in diesem Deck haben die Tiere tatsächlich ganz unterschiedliche Farben, aber die Tiere, die sozusagen ein bisschen das gleiche Ziel verfolgen im Leben eines Menschen, haben dann ähnliche Farben. Und deswegen fand ich das dann sehr, sehr passend. Und dann habe ich noch ein zweites Deck benutzt, das mag ich ja auch sehr gerne, wer meinen Kanal kennt, ihr kennt auch dieses Deck, das sind die Lektionen deiner Seele von James van Praagh.
Und ich habe dann auch dieses Deck, das sind 44 Karten, gemischt und gefragt, okay, welche Botschaften hat jetzt denn die Seele, ja, für diesen Monat Oktober, wenn es hier tatsächlich ums Durchhalten und die Willensstärke geht? Und jetzt war ich wirklich perplex, als zwei Karten fallen wollten, die meine Intuition von heute Morgen dieses Thema der aktuellen, ja, vielleicht bei einigen auftretenden Frustphasen mal aufzugreifen, wunderschön widerspiegeln. Es fiel nämlich einmal der Tod. Ich lerne, dass jedes Ende auch ein Anfang ist. Ja. Und es fiel die Karte Zweifel. Ich löse mich von dem Bedürfnis, über alles genau Bescheid wissen zu müssen. Ja, dann hatte ich diese Karten also praktisch vor mir und habe mich dann in einer Meditation mit meiner Mannschaft, ja, ihr kennt meine geistigen Helfer, meine Mannschaft, sozusagen verbunden und habe um Botschaften gebeten, ja, was ich euch jetzt wirklich ziemlich unverfälscht, also ganz genau wörtlich eigentlich wiedergeben möchte, wie diese Karten zu verstehen sind, ja. Und deswegen spür jetzt in dich hinein, wenn du wirklich jetzt auch in dir Resonanz spürst, wenn du sagst, ja, eigentlich ist es bei mir jetzt so, vielleicht auch angetriggert durch den letzten Vollmond im Zeichen des Widders, ja, es ist nochmal alter Schmerz hochgekommen oder ich erlebe zurzeit einen etwas holprigen, steinigen Weg in meiner Zwischenzeit, dann bleib auf jeden Fall dabei. Wenn du jetzt aber sagst, Mensch, Uli, mit dem kann ich jetzt hier gar nichts anfangen, ich bin super gut in meiner Kraft, ich zweifle nicht, ich bin vollkommen glücklich, so wie alles ist, dann sind die Botschaften dieses Mal vielleicht nicht für dich, aber das ist ja nicht schlimm, dann ist das nächste Reading vielleicht dann auch wieder passender. Ja, jetzt möchte ich euch mal wiedergeben, was ich empfangen durfte. Wenn es für dich sich momentan in deiner Zwischenzeit schwer anfühlt, dann könnte das verschiedene Gründe haben, ja? Ein Grund, der mir in der Meditation als wichtigster Grund erschienen ist, ja, den habe ich mir fett aufgeschrieben, das ist ein Schmerz, der entsteht, wenn du noch unbewusst auf etwas gehofft oder gewartet hast, was sich nicht erfüllt hat. Ich möchte dazu ein Beispiel geben. Ich weiß aus vielen Nachrichten von euch, ja, auch aus den Kommentaren zu den Zwischenzeit-Readings, dass ihr diese Readings in einer bestimmten Situation sehr aufsaugt, ja. Und zwar sind es die Situationen, in der ihr euch entweder von jemandem getrennt habt, oder ihr habt einen Wunschpartner losgelassen. Könnte sich natürlich jetzt auch um einen Seelenpartner handeln, wenn du in einem Seelenpartnerprozess steckst, ja, oder gesteckt hast mit einem karmischen Partner. Und du hast dich vor einiger Zeit, vielleicht ist es auch ganz frisch, dazu entschlossen, diesen Menschen tatsächlich loszulassen, sein zu lassen. Dann befindest du dich erstmal in dieser Zwischenzeit. Das heißt, das, woran du lange Zeit festgehalten hast, ja, worin du sehr viel Energie investiert hast, indem du mit den Gedanken sehr oft bei diesen Menschen warst, ja, vielleicht hast du auch immer wieder versucht, Kontakt aufzunehmen oder die Beziehung am Laufen zu halten, ja, wenn es eine feste Beziehung war, dann fällt damit ja etwas weg. Ja, es fällt diese Beschäftigung mit diesen Menschen weg, ja, diese Energie, die du in die Beziehung oder in diese Wunschbeziehung hinein investiert hast, die hast du jetzt für dich selbst zur Verfügung. Aber, und jetzt kommt es, meistens ist es dann so, dass du anfangs einen richtig gehenden Freiheitspush erfährst, ja, das ist fast wie ein kleiner Rauschzustand. Du fühlst dich direkt unmittelbar in den Tagen, bei manchen auch Wochen, nach diesem Loslassen, nach diesem Cut, den du gemacht hast, unglaublich befreit, weil eben diese Last weggefallen ist, ja, etwas immer wieder zu wollen oder zu erwarten, dann ist wieder doch nichts passiert oder die Beziehung hat sich nicht verbessert oder jemand konnte sich nicht für dich entscheiden.
Du hast dann den Cut gemacht, hast wirklich entschlossen, nein, so geht es nicht mehr weiter. Ich möchte den anderen Menschen loslassen, ich möchte frei sein. Und es fühlt sich anfangs auch wirklich phänomenal an. Du spürst mal wieder, wie es eigentlich sein kann, wenn du jemanden loslässt, wenn du befreit bist von diesem Bedürfnis, von dieser Sehnsucht. Aber, und jetzt kommt das große Aber, und es wurde mir in der Meditation vollkommen klar, tief in deinem Inneren, und jetzt bitte sei ehrlich zu dir, spür mal ganz tief in dich hinein, auch wenn die erste Reaktion ist, nee Uli, bei mir ist es nicht so, spür trotzdem mal einen Moment in dich hinein, ganz tief in deinem Unterbewusstsein, hast du vielleicht im Stillen, hinter Kämmerlein deiner Seele, gehofft. Ich sag extra in deinem Unterbewusstsein, ja, der Verstand kann das immer wieder niederdrücken. Es muss dir nicht mal bewusst sein, aber in deinem Unterbewusstsein hast du vielleicht gehofft, dass dieser Mensch, den du losgelassen hast, um dich kämpfen wird. In irgendeiner Art und Weise wieder auf dich zukommt, um zu verhindern, dich endgültig zu verlieren. Und da kriege ich jetzt Gänsehaut, meine Lieben, am ganzen Körper. Und deswegen weiß ich, dass diese Botschaft für einige von euch jetzt mitten ins Mark trifft. Wir reden uns manchmal trotz allem ein, und das ist was ganz Menschliches. Wir sind stark, wir sind unabhängig, wir sind darüber hinweg, wir sind glücklicher Single, wir sind bereit für Neues. Aber tief in uns drin sitzt eine Stimme, wenn du mit dem inneren Kind arbeitest, kannst du es als dein inneres Kind betrachten, ja? Das letztendlich enttäuscht ist darüber, und wie gesagt, diese Stimme hörst du erst nach einer gewissen Zeit, dass dieser Mensch, den du gehen hast lassen, von dem du dich verabschiedet hast, den du losgelassen hast, nicht wieder auf dich zugekommen ist, um, ja, ich möchte wieder sagen, um dich zu kämpfen. Mir kommt dieses Wort Kampf, auch wenn ihr jetzt vielleicht kommentiert, Liebe ist kein Kampf. Das kommt einfach aus mir heraus. Ihr kennt mich, ja, ich gebe immer wieder, was ich jetzt gerade auch, während ich das Video aufnehme, empfangen darf. Ein Mensch, der liebt oder geliebt hat und wurde zurückgewiesen, und das ist bei vielen von euch der Fall, auch wenn es nicht explizit die Zurückweisung war, im Sinne, dass jemand anderes zu dir gesagt hat, pass auf, ich liebe dich nicht mehr, ich möchte keinen Kontakt mehr mit dir. Die Zurückweisung erfährst du auch dann, wenn ein Mensch sich über lange Zeit nicht für dich entscheiden kann, sondern immer wieder andere Personen in seinem Leben vorzieht. Das ist auch eine tiefste Zurückweisung, die deine Seele in dem Moment erfährt. Und wenn du dann die Kraft aufbringst und trennst dich von diesem Menschen, lässt diesen Menschen gehen, ja, dann ist in dieser tiefsten, dunklen Ecke deiner Seele, wo dein kleines, inneres Kind sitzt, dieser unglaubliche Wunsch da, dieser Mensch könnte doch noch erkennen, wie wertvoll du bist. Ihr merkt schon, es bewegt mich jetzt sehr, weil ich genau weiß, dass das jetzt bei vielen wirklich genau mitten ins Herz geht. Und es ist ein unglaublicher Schmerz, der da aufkommt. Und das ist genau dieser Schmerz, der dich vielleicht von einem Tag auf den anderen überfällt. Du weißt gar nicht, woher er kommt, weil du diese Stimme in deinem Unterbewusstsein gar nicht vernommen hast. Denn du warst dir so sicher, du bist jetzt in deiner Kraft, du bist über diesen Menschen hinweg, du bist jetzt Single, nur für dich, du schaust nur auf dich. Und diese Willensstärke, dieses Durchhaltevermögen, der Steinbock und das Kamel, ja, die möchten zu dir kommen, um dir zu sagen, fokussiere dich wieder auf deinen Wert.
Wir alle haben diesen inneren Richter in uns sitzen, ja? Wenn du mein Video gesehen hast über das Thema Eltern, Kinder, ja, wie solche Programme entstehen, diese Glaubenssätze, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht intelligent genug, nicht erfolgreich genug, nicht dünn genug, nicht dick genug, was auch immer. Diese Programme arbeiten in dir, solange du sie nicht zurückgibst. Ja, und dir immer wieder bewusst machst, dass die Zurückweisung eines anderen Menschen nichts mit deinem Wert zu tun hat. Und der Steinbock, ja, der bringt hier die Konzentration und Ausdauer. Und damit sagt er dir, wenn du dich ertappst dabei, ja, dass dir noch dieser alte Schmerz der Zurückweisung, dieses Gefühls, ich bin nicht wert genug, dass der andere jetzt um mich kämpft, plötzlich nach oben steigt, ja, dann bleib kurz stehen, atme tief durch, konzentriere dich auf deinen Weg, blicke nach unten, seh den Stein im Weg liegen, ja, aber hebe deinen Fuß und steige drüber. Mit erhobenem Haupt und sage dir, dass er oder sie sich nicht für mich entscheiden konnte, liegt nicht an mir, liegt nicht an meinem Wert als Mann oder als Frau. Und dieses, du wirst getragen und sicher geführt, ja, weist ja auch so schön darauf hin, dass wir, wenn dieser Stein vor uns liegt und wir darüber gestiegen sind, wieder ein Stückchen stärker sind. Und da sind wir wieder dabei, was ich ja in vielen Videos immer wieder versuche, euch nahezubringen, diese Gefühle nicht wegzudrücken. Denn, meine Lieben, wenn ihr jetzt zum Beispiel so eine Phase habt, ihr wacht morgens auf, meistens merkt man das ja schon nach Aufwachen, ja, ihr wacht auf und merkt, oh, heute liegt so eine, ja, wie ein Nebel über mir, so eine Dunstglocke. Heute sehe ich den Sonnenschein nicht so hell wie gestern. Heute sehe ich das Lachen eines Kindes nicht so fröhlich wie gestern. Ja, das merkt ihr. Dann lasst dieses Gefühl da sein. Lasst es da sein. Wenn du an dieser Stelle dann versuchst, dich selbst sozusagen zu manipulieren und wieder in eine extreme Hochstimmung zu versetzen, ja, dir vielleicht sogar mit Gewalt zu sagen, jetzt stell dich nicht so an, gestern warst auch gut drauf, was hat sich jetzt verändert? Gar nichts, das Leben ist heute so wie gestern. Dann ist hier wieder dein innerer Richter am Werk, der nämlich gleichzeitig dir suggeriert, du bist schuld, dass es dir jetzt heute nicht so geht, ja. Du hast jetzt schon wieder den Fehler gemacht und fällst in alte Energien zurück. Dieser innere Richter, dieser innere Kritiker, ja, der darf allmählich seine Stimme verlieren. Ja. Viel zu lang haben viele von uns diesen inneren Kritiker immer wieder erlaubt, die Oberhand zu gewinnen. Ja. Dir unterläuft ein Fehler. Was machst du? Du sagst, na klar, ist ja logisch, dass mir das passieren muss. Sowas passiert mir immer. Du triffst eine falsche Entscheidung. Was sagst du? Ich hätte es besser wissen müssen. Warum habe ich mich nicht gleich richtig entschieden? Ich habe in einem Video mal diese Übung vorgeschlagen und ich möchte sie heute nochmal erwähnen. Wenn du dich bei solchen Selbstgesprächen ertappst, ja, wenn du dich sowieso schon über was ärgerst, wenn du sowieso schon traurig wegen irgendwas bist, ja, wenn du dich dabei ertappst, dir dann noch selber die Schuld dafür zu geben, dich dazu herabzuwerten, dich so entschieden zu haben oder den Fehler gemacht zu haben, dich also selbst zu verurteilen, dann halte mal einen Moment inne und stell dir vor, du wärst in dem Moment, würdest aus deinem Körper rausschlüpfen sozusagen und wärst in dem Moment deine beste Freundin. Dann stell dir dieses Zwiegespräch vor, du kommst also zu deiner besten Freundin mit diesem Thema. Beispielsweise, du hast eine falsche Entscheidung getroffen. So, du erzählst deiner besten Freundin davon und du bist traurig darüber, du ärgerst dich darüber. Und jetzt bitte überlege dir, würde deine beste Freundin jetzt auch noch in dieser Wunde bohren
würde sie auch noch zu dir sagen, stimmt, na also da hättest du dich wirklich anders entscheiden können, da hast du aber nicht richtig nachgedacht, warum machst du das denn immer wieder falsch? Würde sie das? Nein. Sie würde dich auffangen, sie würde dich unterstützen und trösten, würde dir Mut machen und würde zu dir sagen, sieh mal an, in dem Moment, als du dich entschieden hast, war diese Entscheidung für dich die richtige. Deswegen verurteile dich jetzt nicht. Sicher, du musst jetzt mit den Konsequenzen umgehen, aber das schaffen wir gemeinsam. Unser Ziel ist es, meine Lieben, ja, unsere innere Stimme dieses Kritikers, dieses Richters umzuwandeln in die innere Stimme unserer besten Freundin. Wenn du es schaffst, dir selbst deine beste Freundin, dein bester Freund zu werden, ja, dann wirst du diese Stolpersteine auf dem Weg ganz anders meistern können. Ganz anders, ja. Weil du diesen Stein dann nicht als unüberwindbares Hindernis siehst, der dich zurückkatapultiert in alte Energien. Stell dir doch vor, der Steinbock, ja, wenn der hier in den Bergen herumläuft, ja, und der hat schon die Hälfte einer Wegstrecke zurückgelegt und jetzt wird es wirklich richtig steinig, dann sagt der nicht, ah, das ist mir jetzt hier aber alles zu viel, zu gefährlich und zu anstrengend, ich gehe lieber wieder ins Tal. Nein, das macht der nicht. Der bleibt vielleicht auch kurz stehen und hält inne. Der betrachtet das unwegsame Gelände und traut sich dann zu, weiterzugehen. Und das Wichtige ist dieses Vertrauen in dich selbst. Wir sagen immer so ganz lapidar, ja, wir müssen mehr Selbstvertrauen entwickeln. Selbstvertrauen ist ein Wort, das ist in aller Munde, ja, in der Persönlichkeitsentwicklung. Aber was es wirklich bedeutet, über dieses Wort kann man alleine ein ganzes Reading machen, ja. Sich selbst zu vertrauen, die Kraft zu haben, über diese steinige Strecke zu kommen. Selbst dieses Vertrauen zu haben, ja, dass ich danach gestärkt hervorgehe. Und nicht zuletzt das Vertrauen in die göttliche Führung, ja, wie das Kamel dir hier zusagt, du wirst getragen und sicher geführt. Diese Stolpersteine auf unserem Lebensweg, gerade jetzt in der Zwischenzeit, als Perlen zu sehen, ja, an denen wir wachsen und reifen können und noch stärker werden. Und der Tod, meine Lieben, fällt auch nicht umsonst jetzt heute an diesem Tag, ja. Ich lerne, dass jedes Ende auch ein Anfang ist. Und es gibt in der Zwischenzeit mehr als einen Moment, ja, in dem wir zurückfallen und uns alte Zeiten zurückwünschen, uns einen Menschen wieder an die Seite wünschen, den wir losgelassen haben, ja. Aber letztendlich dürfen wir uns immer wieder bewusst machen, dass ein Abschluss einer, ich sag immer wieder, unguten Situation. Niemand wird etwas zum Abschluss bringen, wenn er total glücklich und erfüllt ist, ja. Aber wir haben ja eine Situation zum Abschluss gebracht, die uns eben nicht erfüllt hat, die uns nicht glücklich gemacht hat. Und diese Situation durfte ein Ende finden, damit etwas Neues entstehen kann. Und damit ist auch überhaupt nicht in Stein gemeißelt, was daraus entsteht. Immer dann, wenn wir einen Zyklus unseres Lebens zum Abschluss bringen, weil wir merken, hier ist auch kein Wachstum für uns mehr möglich, kann auch genau dieser Zyklus irgendwann von Neuem beginnen. Das schließt die geistige Welt überhaupt nicht aus. Aber die geistige Welt schließt Glück und Erfüllung und Lebensfreude aus, wenn wir zu lange in Umständen verharren, die uns nicht gut tun, in denen wir leiden, in denen wir nicht respektiert werden, nicht geachtet werden, in denen es uns selbst schwerfällt, uns selbst zu lieben. Ja?
Denn wenn ich in einer, ich nehme es jetzt nochmal als Beispiel die Beziehung, wenn ich lange Zeit in einer Beziehung bleibe, in der ich nicht wertgeschätzt und geachtet werde, dann kann ich mich auch nicht selber lieben und achten. Denn würde ich das tun, würde ich diese Verbindung ja verlassen. Ja? Viele von euch hatten in den letzten Wochen Zweifel. Ja? Bin ich auf dem richtigen Weg? War meine Entscheidung die richtige? Was passiert in meiner Zukunft? Ja? Was kommt noch auf mich zu? Manche haben sogar an fast allen Bereichen ihres Lebens gezweifelt. Ja? Ich bekomme manchmal E-Mails, wirklich, da sagt jemand, in meinem Leben steht alles Kopf. Ja? Ich habe keinen Partner mehr, ich hänge immer noch an meinem Ex-Partner. Mit meinen Kindern läuft es schlecht, die tanzen mir auf der Nase rum. Mein Job macht mir keinen Spaß, ich bin krank geworden. Ja? Das ist für mich ganz schlimm, das zu lesen, ja. Und ich versuche natürlich dann wieder zu ermutigen und zu sagen, die allererste Hilfe, im wahrsten Sinne des Wortes, die allererste Hilfe, die ich leisten kann, ist immer wieder zu ermutigen, anzunehmen, was ist. Wenn du wirklich jetzt hier zuschaust und es ist so, wie ich es gerade beschrieben habe, in deinem Leben steht momentan alles Kopf, ja, und du leistest Widerstand dagegen, du willst das weghaben, ja, dann mach dir bewusst, je mehr du das weghaben willst, desto mehr macht es sich breit. Die allererste Hilfe ist, annehmen, was ist. Und ob das jetzt dieses Gefühl, von dem ich vorhin gesprochen habe, am Morgen ist, wenn es dir einfach mal nicht gut geht, oder ob es der unbefriedigende Job ist, oder ob es eine schwierige Situation im finanziellen Bereich ist. Die allererste Grundvoraussetzung, um etwas zu verändern, ist das Annehmen, was ist. Und hier mit diesen Zweifeln, die Karte sagt, ich löse mich von dem Bedürfnis, über alles genau Bescheid wissen zu müssen. Ja? Viele von euch zweifeln daran, wie es weitergeht. Ja? Werde ich nochmal einen Partner finden? Werde ich wieder glücklich werden? Ja? Euch fehlt die Nähe. Aber, meine Lieben, je mehr ihr wollt, je mehr ihr darüber nachdenkt, was ihr alles aktuell nicht in eurem Leben habt, ja, desto mehr kreiert ihr dieses Energiefeld des Mangels um euch. Schau dir nochmal das Video, das ich gemacht habe, zum Gesetz der Anziehung an. Da erkläre ich das ja so wunderschön. Wenn ihr hier in eurer Zwischenzeit, in einer Phase, in der es euch nicht gut geht, die ganze Zeit darüber nachdenkt, was ihr gerne in eurem Leben hättet, aber aktuell nicht habt, dann zieht ihr automatisch noch mehr davon an, also noch mehr Situationen, die ihr eigentlich nicht wollt, weil ihr mit eurer Energie immer auf diesen Mangel fixiert seid. Und deswegen ist es das Allerwichtigste in diesen Phasen, hinsetzen, annehmen, was ist. Ob es alter Schmerz ist, der hochkommen will, ob es die Arbeit ist, die euch momentan keinen Spaß macht, ob es das Gefühl der Einsamkeit ist, weil ihr keinen Partner an der Seite habt. Akzeptiert das, was ist. Denn es ist ja schon. Es hat ja keinen Sinn, einen Zustand zu verleugnen oder immer nur dagegen anzugehen, der aber Tatsache ist. Und von dieser Ausgangsbasis, ja, kannst du dann aus der Fülle heraus versuchen zu erschaffen. Also, du sagst dir dann nicht mehr, oh nee, morgen muss ich wieder auf diese bescheuerte Arbeit, ich hasse meinen Job, ich weiß schon jetzt, wenn der Wecker morgen klingelt, bin ich vollkommen genervt von den Kollegen, die ich gleich treffe, ja, den Chef, wenn ich sehe. Meine Lieben, genau mit dieser energetischen Ausstrahlung geht ihr aber morgen auf die Arbeit, ja. Das steht euch auf die Stirn geschrieben, ich hasse meine Kollegen und meinen Chef. Das bekommen die anderen energetisch mit und deswegen sind die Kollegen dann auch so, wie sie sind. Oder der Chef übergeht euch, grüßt euch nicht oder berücksichtigt euch nicht bei der Beförderung. Ja? Das, was ihr in die Welt hinaustragt jeden Tag, das kommt als Echo zurück. Und wenn die Situation gerade einfach nicht schön ist in dieser Zwischenzeit, dann nimm es an und gehe davon aus, in einem ganz, ganz tiefen Glauben aus deinem Herzen heraus, dass es ab jetzt besser wird.
Nicht zuletzt, weil du vielleicht jetzt dieses Video gesehen hast, ja? Das ist ja meine Message, dafür schlägt mein Herz. Ihr wisst es, meine Lieben. Ich möchte euch einfach aufzeigen, dass ihr anzieht, was ihr seid. Und wenn diese Gefühle aufkommen, dass gerade mal alles, ja, ich hätte jetzt beinahe ein übles Wort verwendet, alles wirklich nicht so ist, wie du dir das gerade wünschst, dann nimm auch diesen Zustand an und sag dir, ja, lieber innerer Kritiker, du bist jetzt mal ruhig, ich möchte jetzt nicht hören, dass ich mich nicht so fühlen darf, ich darf mich so fühlen, ich darf jetzt mal frustriert sein, aber, und dieses Aber ist ganz wichtig, ich weiß, dass ich selbst es in der Hand habe, wie ich damit umgehe. Ob ich jetzt in meiner Opferrolle versinke, auf Gott und die Welt schimpfe und mich selbst bemitleide für das, was ich gerade erlebe. Oder ob ich sage und anerkenne, ich bin der Schöpfer meiner Welt. Ja? Da muss ich gerade an Pippi Langstrumpf denken, mein Lieblingssatz aus dem Pippi Langstrumpf-Prinzip, ja, diesem Konzept, ist ja mittlerweile ein richtiges Lebenskonzept, ja, über das möchte ich auch gern mal sprechen. Ich finde, das hat sehr, sehr viele positive Aspekte und mein Lieblingssatz ist, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Kennt vielleicht jeder das Lied, ja, von der Pippi Langstrumpf, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Denk mal über den Satz nach. Ja. Du hast das Potenzial dazu, dir deine Welt so zu gestalten, wie sie dir gefällt. Und wenn du vielleicht aktuell noch einem Job nachgehst, der dir keinen richtigen Spaß macht, dann liegt es an dir, dich umzusehen nach etwas anderem. Dir zu überlegen, lebe ich überhaupt meine Berufung? Vielleicht zu überlegen, mache ich nochmal eine Ausbildung? Ich habe jetzt erst ein Reading, ein persönliches Reading für eine Klientin gemacht, die mit 60 Jahren noch eine Ausbildung macht, ja, weil sie einen Lebenstraum hat, den sie sich jetzt verwirklichen möchte. Und da muss ich sagen, Hut ab. Es ist nie zu spät. Nie zu spät. Und wenn es mit 70 Jahren dein Traum war, schon immer Italienisch zu sprechen, kannst du mit 70 Jahren in der Volkshochschule Italienisch lernen. Mach dir deine Welt, wie sie dir gefällt. Heb die Füße, heb dein Haupt, erhobenen Hauptes, marschierst du über die Stolpersteine in dieser Zwischenzeit. Du erkennst an, dass Dinge zu Ende gehen müssen, um Neues entstehen zu lassen. Und du löst dich von dem Bedürfnis, Kontrolle über alles haben zu müssen. Du vertraust der göttlichen Führung und deinem Weg und vor allem dir selbst. Also meine Lieben, ein wundervolles Reading. Ich liebe ja diese Zwischenzeit-Readings. Ich habe immer das Gefühl, ich bin da mit euch in einer riesengroßen Familie. Ich gebe da auch wirklich meine ganze Seele, mein ganzes Herz rein. Und ich fand diese Message unglaublich hilfreich jetzt. Ich hoffe, euch ging es auch so. Ich freue mich auf eure Kommentare. Schreibt mir sehr gerne unter das Video, wie es euch gefallen hat. Ja, aber ich hatte wirklich jetzt ein ganz, ganz warmes Gefühl um mein Herz am Schluss. Und ich glaube zu wissen, dass das Reading jetzt wirklich viele von euch berührt hat. Ja. Fühlt euch mal bitte gedrückt von mir. Ja, ich danke euch fürs Zusehen und ich komme jetzt am Wochenende natürlich mit den Sternzeichen-Readings für die erste Oktoberhälfte noch zu euch. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Bis bald, eure Uli.